mal einen. Kriegt der Patrick wieder einen Nervenzusammenbruch. Einen schönen guten Tag, meine Freunde. Patrick, ist alles in Ordnung? Ich bin ein bisschen nervös. Ist das so? Ja, was steht heute auf dem Plan? Wie, wie man unschwer erkennen kann, sitze ich in einem BMW. Kriege ich direkt wieder so ein leichtes, unwohles Gefühl im Körper. Nein, ich freue mich natürlich. Das ist der M2 von Patrick. Und letzter Stand war, das erste Video, was wir gemacht haben, war Naked, ne? Ja. Werk abgeholt, alles ja, so wie's, wie BMW es auch ausliefert. Haben wir den schon mit Folie gezeigt? Nope. Oh, da haben wir heute viel zu tun. Ja. Ja. Der hat ein bisschen was bekommen, ne? Wir haben schöne Folie draufgepackt. Ja. Dann haben wir einmal neue Felgen. Dimensionen, kann man schon, können wir schon sagen, oder? Ja, können wir mal. Was haben wir vorne? Komm, du, das ist dein Auto. Erzähl mal, was haben wir vorne? Vorne 9er Breite. Und hinten 10, habe ich recht? 10,5, Bruder. 10,5, Bruder? Ja, 10,5. Würden wir die auch so mit Luftfahrwerk versenkt bekommen? Hinten ja, vorne nein. Vorne nee, ne? Vorne ist wegen der ET leider ein Ticken zu weit rausgekommen. Wie viel ET haben wir vorne? ET20. Das ist natürlich brutal, ne? Ja, und hinten ET42. Aber das ist ja generell schon brutal, ne? Der ET42 ist kein Problem hinten. Genau. 10,5. Der ist halt bullig, ne? Das ist schon geil. Ja, ja. Ja, das ist schon brutal. Ja. Und wir wollten eigentlich, glaube ich, auch beim letzten Mal schon Zeiten messen. Da hatten wir aber noch kein Zeitenmessgerät. Genau. Deshalb machen wir das auch heute. Ja. Also wir machen auch mal der Serie. Mal schauen, was auch so passiert. Wir werden auf jeden Fall mal 100, 200 jetzt gleich machen und 0, 100. Würde ich auch sagen. Ne? Ja. Fahren wir wieder zu unserer perfekten Stelle. Ja. Und, um die Performance ein bisschen besser abzudecken, hat der Patrick sich dieses Mal für ein Gewindefahrwerk von AC Schnitzer entschieden. Ja. KW-Variante 3, richtig? Das ist, von Schnitzer bei KW entwickeltes Variante 3. Das ist quasi genau so wie das Luftfahrwerk von uns, ne? Das sind KW-Dämpfer, aber speziell entwickelte KW-Dämpfer für die Luftbälge, ne? Richtig, genau. Und so ist das bei dem Fahrwerk auch. Da kommt KW 3, genau. Ist das theoretisch. Ja. Das Grundfahrwerk wird aber für Schnitzer nochmal komplett. Genau, mit deren eigenen Abstimmung. Die sind auch nicht gelb zum Beispiel, die Federn. So ein kleiner Unterschied, sondern alles schwarz. Okay. Das sind halt so Kleinigkeiten, wo du den Unterschied halt eben siehst. Ne? Geil. Ja, vor allen Dingen freue ich mich auch, wie sich dieses Kfz fährt. Aha. Weil ich bin, ja, ich kenne ja, wie gesagt, immer nur H&R, ne? Also meine letzten Fahrwerke jetzt von Gewindefahrwerken her, bin ich immer nur H&R gefahren. Bin so ein Performance-Ding noch gar nicht gefahren. Heißt, wir können jetzt zum Nürburgring fahren, habe ich das richtig verstanden? Das müssen wir auf jeden Fall auch tatsächlich bald machen. Das muss man wirklich mal machen, das oder? Das machen wir dann zusammen mit dem S2 und dann fliegen wir mal ein bisschen über den Ring. Vielleicht auch mit unserem neuen Projekt, was kommt im Vergleich, weil das wäre ein guter Vergleich. Ja gut, klar, wieder mit Software und dann sehe ich wieder aus wie... Ja, aber die Kurven. Du hast ja Kurven. Ich habe halt Kurven. Du hast halt Kurven. Ja. Das ist halt der Unterschied. Der macht aber gar keinen Alarm, ne? Wenn man den anmacht. Ja, im Kaltstart macht der noch Alarm. Ja, Alarm. Sonst macht er. Bumm. Genau, bumm. Bumm. Ach, mein Freund. Was mir sofort auffällt, das ist aber, hat aber, glaube ich, gerade mal 0, gar nichts mit dem Fahrwerk zu tun. Wenn man in dieses Auto nur den ersten Müh losfährt, merkst du sofort, wie viel krass sportlicher als der RS3 abgestimmt ist. Allein die Lenkung. Ja. Alter, das ist so brutal. Und Scheiß, du hast das Gefühl, irgendwie. Ja. Ich habe das Gefühl, du hast gar keine, also gar keine Servolenkung. So krass ist das. Ja. So direkt. So, jetzt fahren wir mal die ersten Meterchen. Ich finde, ich bin ja auch so ein absoluter, so ein komplett gestörter, was das angeht. Ne? Ja. Ich gucke ja immer wirklich, wenn ich irgendwie Videos gesehen habe, egal zum Beispiel von JP oder sonst wer, und der gerade ein Fahrwerk verbaut hat und ich dann auch Interesse an so einem Fahrwerk hatte, habe ich immer geguckt, wie sitzt der in diesem Auto? Macht der den jetzt ne, die ganze Zeit? Ah. Und er erzählt dir dann eine, ne, das ist alles easy oder sitzt der wirklich smooth? Mhm. Und daher kannst du immer sehen, hat der erzählt dir da gerade Blödsinn oder nicht. Ja, weil du kannst ja immer sagen, das fährt sich gut, das sieht ja keiner. Aber wenn einer die ganze Zeit den hier macht im Auto, dann kannst du auch immer davon ausgehen, dass das jetzt nicht so entspannt ist. Das stimmt. Also es steht sich auf jeden Fall schon mal gut. Also wenn ich jetzt hier so im Stand, fährt sich so ein KW schon super. Ja? Muss ich sagen, ja. Also ich merke jetzt gerade. Ist angenehm im Stand. Ist komfortabel, Stand, ne? Ja. Also im Stand. Die Bewegung und so, das ist schon alles, muss man sagen, komfortabel. Hm. Hallo, guck mal, da ist schon einer hier. Ein bisschen. Die dreht sich auch schon nach dem Auto, man dreht schon um, ne? Weil das Ding ist einfach mega bullig. Ja. Also ich muss schon sagen, wenn man dahinter steht, ne? Das, wir vergleichen natürlich, ist meine Meinung, auch mal mit dem RS3. Ich finde, der richtige Vergleich ist TTS. Zwischen M2 Coupé. Ja, ja. Ist jetzt meine Meinung. Ja. Ne? Ja. Weil es sind beides Coupés, ne? Ja, ne. Also ich finde, die RS3 Limousine hat, klar, Motorleistung, blablabla, alles gleich. Aber ich bin trotz alledem der Meinung, wir müssen uns so ein TTRS mal ausleihen. Für ein bisschen länger. Im August.
um das mal zu testen. Also ich glaube, man sieht es ja, ne, in der Kamera. Wir fahren jetzt gerade auf der Autobahn. Ich fahre jetzt gerade 120. So viel sagst du. Und ich bin jetzt nicht gerade wirklich im Modus. Also auf der Autobahn fährt sich das echt. Ich würde sogar sagen, das federt einen Ticken satter ein als Original. Ganz ehrlich, oder? Das fährt sich tausendmal geiler als das Original. Also wirklich? Ist ja beim RS3 auch so. Katastrophe, das Original. Ja. Also wirklich, du fährst über einen Gullideckel und beim Originalfahrwerk merkst du jeden Scheiß. Und hierbei federt er das richtig geil weg. Also ich merke jetzt auch gerade, wenn du jetzt hier auf der Autobahn fährst, ne? Guck mal, wir fahren jetzt 150, 144. Ja. Kommt eine kleine Bodenwelle, selbst in der Kurve. Ja. Das ist schon nice. Das ist ja wirklich die Einstellung, die du hast. Das sieht absolut Sahne aus und ist 1000% alltagstauglich. Ne? Ja. Ja, und ich kann damit auf den Ring ballern. Ja. Motorklang ist auch geil bei den Dingern. Also ich muss auch sagen, also klar, RS3 ist auch geil, vom Rennsport zu reden. Aber ist halt das anders. Das ist halt auch das. Das. Wie satt der war. Also, ich bin schwer begeistert. Nehmen wir eine Kurve mit 100 km/h und wir merken, das hätte doppelt so schnell sein können. Boah, was aber krass ist, was ich gerade merke. Nee, ich muss Alter. Also da, das Heck sagt schon, du fährst dahin, ne? Ja. Das fährt, du siehst ja jetzt, ne, jetzt bei diesen kurzen Bodenwellen merkst du schon, da macht er, ne? Ja, minimal. Den klar. Hier. Aber das ist super. Aber das war Serie tatsächlich sogar krasser. Also für die Performance, die das Fahrwerk kann, wenn du mit dem Ding auf die Strecke gehst, finde ich, ist das absolut tiefenentspannt. Ja, das ist natürlich wieder die Frage, was willst du haben, ne? Das Luftfahrwerk ist natürlich nochmal um Welten entspannter. Ja, das ist einfach der Unterschied, ne? Wenn jetzt so das, also selbe ist ja auch auf KW aufgebaut, das Fahrwerk, was ich im ersten habe, ist um Welten entspannter, aber da machst du halt in der Kurve nicht so viel Alarm, ne? Nee. Das ist halt so. Ja, das war genau meine Überlegung. Genau. Ne? Ich hab dann gesagt, ja okay, klar, erstens natürlich Preisunterschied, das ist natürlich auch etwas, was man immer bedenken muss. Was kostet das jetzt? Was kostet das normal, das im Preis, VK? 3,2, 3,4. Ja, aber trotzdem, wenn du ein Fahrwerk hast, sagen wir mal, mit der Ausstattungsvariante, so wie du es jetzt hier oder wie wir es gerade vergleichbar haben, bist du auch auf jeden Fall bei 6 mal schnell. Vom Luftfahrwerk ja, genau. Ja, ja, auf genau. Jeden Fall. Ja. Definitiv. Ja, und dann war das halt eben genau, was du jetzt sagtest, ne? Also Kurvenfahren, ich finde halt eben, also, wir haben es ja letztens gemerkt, letztens bist du ja vor mir gefahren, da bin ich ja mit dem RS3 hinter und in der Kurve, da habe ich das Gefühl, dass hinten, da bist du deutlich, brauchen wir nicht viel erzählen, mit dem Fahrwerk, mit dem Auto, gute M2, der ist natürlich auch um allein einiges agiler. Ja, ja, das ist einfach brutaler. Also wenn ich das überlege, das Verhältnis oder der Vergleich zu meinem. Halt mir fest, wir haben eine 10,9. Ja. Das liegt ganz klar auf der Hand bei den Autos, ne? Hier, wir kommen jetzt in eine Kurve, das ist definitiv ein Performance-Fahrwerk. Ja. 1000, also ein Performance-Auto auch, 1000%. Weil das hier, das ist so geil krass, Alter. Krass, ne? Jetzt sehe ich aber aus, ne? Teilweise, okay. Nur ein bisschen. Okay. Also es ist noch die entspannte Version. Hart, ne? Ja, das ist einfach Performance, ne? Ohne Scheiß. Mit dem Ding. Du hast halt auch, ich habe auch in keiner Sekunde das Gefühl, dass das Ding irgendwie unruhig, ungemütlich irgendwas wird. Ja. Also ganz im Gegenteil, in keiner Situation. So, jetzt machen wir mal hier, schalten wir mal um hier. Wollen wir hier mal direkt einen machen? Warte. Ich will nervös. Ich muss einen machen. Ich muss kurz. Wir haben keine hinter uns. Aua. Komm schnell. Was mit dir? Ja, können wir? Ja, ich wäre auch. Bist du? Jesus. Ja. 4,5 Sekunden. Ja. 4,3 angegeben, werkseitig. Also wir sind daher zu zweit. Wir haben es schon 25 Grad. Warte. So.
Also 4,5 Sekunden, wir haben 25 Grad, wir sind zu zweit, wir haben Dreiviertel Tank und wir haben Hecktriebler. Ja. Muss ich sagen, sollen wir gleich nochmal einen machen? Können wir machen. Ja, wir probieren gleich nochmal einen aus, aber ich glaube, das ist so ein Anhaltspunkt. Das finde ich zum Beispiel im Verhältnis 4,1, glaube ich, macht der RS3-Serie. Hm. Der macht 4,3-Serie, werkseitig ja, angegeben. Ja. Da muss man sagen, das ist jetzt nicht verkehrt. Also ein bisschen? Ja, Achter, gut, ne? Wir haben ja ESP jetzt komplett aus. Aber jetzt komplett aus. ESP ist jetzt komplett aus. Na, das ist gut, dass du mir das sagst. Ja. Okay, warte, ich habe ein bisschen Angst, ich gehe wieder auf Sport. Okay. ESP gut, ist wieder an. Der Motor ist... Geil, geil, Alter. Das ist aber genau das, was ich meine. Der macht halt, der ist halt aktiv, ne, der ja. Jack. Mega. Was denn? Auch dein, das Geile ist, ich gucke in dem Moment genau rüber. Ja, der wird schon wissen, was er macht. So, was machen wir jetzt noch? Jetzt machen wir noch mal eine 0-100er, aber da würde ich sagen, du guckst von außen. Ne? Ja. Alter, dann mache ich dir wieder ESP aus. Boah, ey, das ist so mega, oder? Oh, oh, oh. Ich tänzel dich um die Ecke. Ja, wirklich? Ich glaube, der Frankie hat Spaß. Eigentlich fahren wir einmal hin, einmal wieder zurück und dann hält er an. Da ballert er einfach durch. Scheint okay zu sein. Tschüss Auto, ciao, ciao, ciao. Hallo. Hallo. Wolltest du einfach ein bisschen rumfahren, ja? Lass mich mal könntest du vielleicht aufmachen, ist in der Mitte. Möchtest du rein? Ist in der Mitte oben am Warnblinklicht. Vielen Dank. Ja. Es gibt ja, also für mich gibt es ja jetzt nach der Fahrt zwei Stufen der, wie sagt man, des Zitterns. Ne? Mhm. Beim RS3 habe ich das, weil wenn du so, ne, das haben wir im Video auch gesehen, da ist so dieses Beschleunigen und so, da bist du, sagst du so, Alter, wie kann das, ne? Wie kann der über alle vier durchgehen? Also das ist ja, wie funktioniert das, weil das so schnell ist. Bei dem Ding habe ich einfach, wenn ich mal 5 Meter mal jetzt ein bisschen, wenn ich mal Spacker gefahren bin, dass das einfach, weil dieses Ding so performance-hart ist, also das ist einfach, da habe ich auch ein anderes. Das ist jetzt nicht von der Leistung, also jetzt wo du sagst, boah, Alter, das Ding katapultiert dich, das ist einfach nur, wenn du in jede Kurve reingehst, ist dieses Ding einfach brutal. Wir befinden uns am Heck dieses Fahrzeuges. Der Wagen ist foliert worden. Wir haben jetzt hier eine 3M-Folie, die heißt Black Rose. Richtig. Richtig? Auch geil, dass du bei dieser Folie gedacht hättest, oder wir eigentlich ne, den Plan hatten, boah, die ist so, ne, erst der M2 und da machst du dich mal drin. Oder auch schon. Ne, M2 nicht. M2 nicht, sondern, aber? Nein, eine M240. Das ist doch dasselbe. Jetzt ist aber gut. Bitte? Bitte. Also, so viel Zeit muss sein. Das Coole aber bei dieser Farbe ist, die wirkt, also wenn du den wirklich, sagen wir mal, irgendwo relativ weit wegstehen siehst, könnte die auch so ins Dunkel, graue, schwarz, also man erkennt nicht sofort, dass es, die hat ja so einen lila Touch, ne? Genau. Die hat den Touch vom Golf 2 Fire and Ice Dark Burgundy. Ja, genau. Mit der Bowlingkugel alle abgeräumt. Und das Coole daran ist, das musst du mal versuchen tatsächlich aufzunehmen, weil die Sonne kommt von da. Das machen wir gleich im Porn. Musst du mal, weil wir, ne, da musst du einfach mal ein bisschen, weil das ist schon. Wir werden von super vielen Leuten gefragt, immer wieder, boah, was ist das für eine Lackierung? Oder? Es fragen mega viele Leute, was ist das für eine Lackierung, obwohl es Folie ist. Und vor allem mega oft, wenn ich von irgendeinem Treffen oder so runterfahre. Alter, ist das eine Farbe. Krass, ne? Ja. Ja, weil die einfach so total viele Facetten hat, ne? Ja. Die ist halt teilweise extrem dunkel. Dann kommt wieder, wenn die Sonne drauf kommt, hast du diesen extrem Purple-Look, würde ich dazu sagen. Yes. Ne? Und der Patrick hat sich auch nichts nehmen lassen. Jetzt kommt erstmal die erste Frage. Hat der serienmäßig auch eine Frittentheke drauf? So eine kleine Abrisskante. Mini, ne? Ja, diese Mini-Abrisskante. Jetzt hast du dir gedacht, machst du mal... Mach ich mal den hier. Für eine Eisdiele.
Wenn wir, ne? Wenn wir mal schön lecker Eis essen. Auch dass der Ellenbogen sich mal vernünftig. Ne? Manni, machst du mal zwei Kugelschwarzer Teller? Mal eine Carbonflügel drauf. Ja, ich hab mich auch von AC Schnitzer. Ja. Du hast gesagt, bei AC Schnitzer. Freunde. Einmal rund um Paket. Mach doch mal. Ja, ich habe mich also bewusst gegen den Flügel entschieden, weil ich das immer noch dezent haben möchte. Ja, definitiv. Ja. Also, wenn du bei so einem Ding mit so einer Frittentheke drauf arbeitest, dann musst du auch richtig, dann darf nur noch assoziieren. Ja, nein. Aber das ist ja auch ein Auto, die fährst du auch im Alltag, ne? Richtig. Ja, dazu sagen. Ja. Deswegen, ich finde die wunderschön. Danke. Eine wunderschöne Frittentheke. Oh. Ich bin eher ein Frittentheken-Fan. Ich hatte das auch vor, beim RS3 zu machen, aber durch neues... Die Zeit, Freunde, die Zeit. Was soll ich sagen, die Zeit? Was mir aber brutalst auffällt, und das hat diese Felge, das hat die Vossen VFS10 immer schon gehabt, also auch bei meinem R, und da war die nur in 8,5x20 ET40, dass sie schon sehr konkav war. Mhm. Die würde ich zum Beispiel nicht auf den RS3 drauf bekommen, wegen der Bremse, weil die so krass konkav gebaut haben, müsste ich Distanzen fahren. Krass. Aber bei dir, das sieht ja aus. Also, ey, das ist brutal. Zeig das mal bitte von hinten. Zeig mal bitte, wie konkav diese verfluchte Felge von hinten ist. Sieht man das? Also sieht man mal gefühlt den Unterschied zwischen Radmitte und Außenkante? Ey, brutal ist das. Ey, brutal. Brutal. Finde ich sehr geil. Das Ding ist ja generell so breit, ne? Unfassbar. Unfassbar. Hast du eigentlich meinen super Look hier? Ich bin heute. Sieht doch cool. Meine Frau meinte, heute sieht aus wie ein Flodder. Sunny Boy! Es ist Sommer, Leute, was soll ich denn dazu sagen? So, Freunde, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Jetzt habt ihr mal einen kleinen Eindruck bekommen, mal zu dem, ja, das Pendant zum RS3, jetzt wie der M2 fertig ist. Ich finde das ein cooles Projekt. Macht auch mega Spaß zu fahren, das Auto. Also, ich bin absolut begeistert davon. Farbe sieht Bombe aus, die Felgen stehen super dazu. Das Fahrwerk passt perfekt zu dem Auto. Ich würde den auch genauso fahren. Also 1:1, ist genau mein Ding. Ich würde aber jetzt trotz alledem mal sagen, es gibt jetzt auf jeden Fall noch ein Pörnchen, oder? Mhm. Es haben auch super viele Leute drunter geschrieben, warum ich nicht mehr 3-2-1 sagen darf. Das hat nichts mit eBay oder so zu tun. Aber das meinen wirklich viele, dass sie mich gefragt haben, hör mal, dürft ihr das nicht, seid ihr abgemahnt worden? Nein, sind wir nicht. Der Patrick hat sich nur beschwert, weil ich immer 3-2-1, immer die Kirmes gesagt habe. Deswegen sollte ich mal ein bisschen Kreativität reinbringen. Bedeutet, ihr bekommt jetzt noch ein kleines Pörnchen vom M2. Könnt euch das ganze Ding nochmal angucken, mit Folie, mit Fahrwerk, mit Felgen, so wie er jetzt da steht. Da wird bestimmt auch noch das ein oder andere Video noch in Zukunft kommen, weil da wird es bestimmt nochmal Nürburgring oder sowas machen, wird definitiv was. Jo. Viel Spaß beim Video. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche. Memphis, man.